Ja, also wir sind EasyBay. Ich erkläre erstmal kurz, was EasyBay so im Groben ist. Also man kann es eigentlich so als flexible Lagersoftware beschreiben, die man schön anpassen kann. Und das Ganze soll ein Tauschhandel zwischen verschiedenen Menschen, der organisiert ist und auch fair gestaltet ist, ermöglichen. Und was man da so konkret machen kann, wird euch jetzt Martin erzählen. Ja, also es ist dafür auf jeden Fall da, dass man zwei verschiedene Sachen tauschen kann. Also einer kommt zum Beispiel zu der Lagerhalle hin, gibt einen Artikel ab und nimmt sich einen gleichwertigen Artikel wieder nach Hause. Für die Zukunftsstadt, man könnte das zum Beispiel mit Büchern machen oder auch mit Computerspielen oder mit irgendwelchen Sachen, die man vielleicht nur 2, 3 Wochen nutzt und dann wieder abgeben kann und sich irgendwas Neues hat. Ja. Genau, beim Design haben wir vor allem darauf geachtet, dass es eben einfach und intuitiv ist, sodass Jung und Alt das gleichermaßen bedienen können und möglichst viele Menschen damit erreicht werden, diesen Tauschhandelgedanken quasi möglichst weit in die Gesellschaft tragen. Und wir haben dezent auf das Projekt, das Wochenende rechts oben verwiesen, wo das alles entstanden ist. Ja, dafür haben wir eine Website erstellt, wenn ich vielleicht ja, einblenden könnte. Und da sehen wir dann halt, dass sich einzelne Leute anmelden können. Und dann, ja, das können wir mal kurz machen. Ne? Und dann können die einzelnen Leute ihre Produkte suchen, wenn sie sich für etwas interessieren. Wir können uns ja mal anschauen, was wir jetzt in Dresden für Möglichkeiten hätten, was wir in unserer Datenbank haben und dann nur halt, dass wir uns zum Beispiel Lautsprecher ausleihen könnten. Können wir uns dann reservieren und in der Datenbank wird dann auch vermerkt, dass sich der jeweilige Kunde dann die Produkte abholen möchte. Ja, wie bereits vorher gesagt, ist das Ganze mit einer Datenbank realisiert. Diese Datenbank arbeitet im Hintergrund und bietet sozusagen eine Schnittstelle zwischen den ganzen Komponenten dieses Lagersystems. Und ja, genau, diese Datenbank besteht aus zwei Tabellen. Zum einen ist das für die Kunden, also was jetzt die Benutzernamen, die Passwörter und ähnliches sind. Und dann von den ganzen Artikeln. Ja, Artikel werden jeweils auch in einer Datenbank gespeichert und mit den ganzen Variablen versehen. Genau, was jetzt in der Zukunft ist, sagt uns Daniel noch. Ja, kommen wir zu der Zukunft. Wir haben uns überlegt, dass wir später noch andere Bezahlsysteme oder Währungssysteme einsetzen können. Einerseits könnten wir verschiedene Produkte bewerten, um damit ja, sicherzustellen, dass sich der Wert einigermaßen gleich ist, was ich gebe und was ich nehme. Andererseits könnte man das Ganze auch kommerziell aufziehen, wie bei eBay, dass man sich nur etwas abholen kann, wenn man bei dem Käufer im Vorhinein schon bezahlt hat. Genau, und jetzt wird noch einmal der QR-Code-Scanner vorgestellt. Genau, und zwar, wir haben uns das ja so gedacht gehabt, dass man sich auf der Website ein Produkt aussucht und dann zu einer Lagerhalle sozusagen in der Stadt geht oder wo auch immer die gebaut wird. Und dort hat man dann einen QR-Code zugeschickt bekommen. Den hält man dann hier vor diesen QR-Code-Scanner, ich weiß nicht. Ja, man sieht es ein bisschen. Ich habe den jetzt mal hier auf meinem Telefon, da sieht man es. Und wenn ich den jetzt hier einscanne, das dauert ein bisschen. Oben sieht man eine kleine Vorschau. Jetzt sieht man hier in der Konsole eben die Ausgabe aus der Datenbank. Das ist mit einem Python-Script abgefragt. Und das wäre jetzt ein Handy gewesen in der Kategorie Mobiltelefone und es ist gelagert in Chemnitz. Das Ganze geht natürlich. Nehmen wir mal noch ein. Kommt wieder die Vorschau. Das wäre jetzt ein Laptop, Kategorie Computer, der ist in Leipzig und an dem reserviert 1 sieht man, dass der, also 1 für True, ist reserviert und kommt raus. Ja, dann gebe ich dir noch was hier. Ja, genau, dann bedanken wir uns bei unseren Mentoren und jetzt beim Publikum, dass sie uns aufmerksam zugehört haben. Thank you.